1939 ist Adolf Hitler seit 6 Jahren an der Macht. Jetzt schickt sich der Führer und Reichskanzler der Deutschen an, seine größten wahnsinnigen Pläne für Europa in die Tat umzusetzen. Hitler und das Regime sind dabei, nun den Sprung in eine Kriegspolitik zu unternehmen. Das Problem ist aber vor allem, dass die eigene Bevölkerung keinen Krieg will. Hitler hatte sehr genaue Intentionen, was passieren soll, aber nicht unbedingt, wie es passieren soll, sondern das kam dann immer aus der jeweiligen Situation heraus. Er war sehr gut darin, dass er eine Gelegenheit ergreift. Nur widerwillig hatte sich der Diktator von seinem Kriegskurs abbringen lassen, vor allem durch Englands Premier Neville Chamberlain. Chamberlain glaubte an den Frieden, so wie Hitler an den Krieg glaubte. Hitler hat es nicht als sein Schicksal betrachtet, wie er behauptete, denn er war manchmal unsicher. Er sagte, einen Krieg zu beginnen, ist wie in einen dunklen Raum zu gehen. Mit mörderischem Judenhass und fanatischem Nationalismus will der Diktator sein Volk dazu bringen, ihm auf seinem Weg in den Krieg zu folgen. Bedingungslos. Wilhelmshaven. Vor dem Zweiten Weltkrieg ist die Kriegsmarinewerft hier an dieser Stelle die bedeutendste im Deutschen Reich. Hier wird das stärkste Kriegsschiff der Welt gebaut. 1. April 1939. Noch 153 Tage bis Kriegsbeginn. Stapellauf der Tirpitz. Ein Gigant. Die Stahllegierung heißt Wotan Hart. Hitler erscheint persönlich zur Schiffstaufe. Die Tochter von Großadmiral Tirpitz, dem Marinechef der Kaiserzeit, übernimmt die Zeremonie. Befehl des Führers und obersten Befehlshabers der Wehrmacht taufe ich dich auf den Namen Tirpitz. Mit seinem groß angelegten Flottenbauprogramm fordert der Diktator London heraus. Er wird an diesem Tag die Gelegenheit nutzen für eine Brandrede gegen Großbritannien. Wie vor dem Ersten Weltkrieg sei das Deutsche Reich von feindlichen Mächten umgeben. Eingekreist. Hitlers Rede beim Stapellauf der Tirpitz hat natürlich dadurch schon so ein besonderes Gewicht, weil hier das größte Schlachtschiff im europäischen Umfeld gebaut wurde. Und es trug ausgerechnet den Namen des Erbauers der kaiserlichen Hochseeflotte. Und da lag es nahe, diesen Anlass zu nutzen, um vor einer erneuten Einkreisung des Deutschen Reiches durch England und seine Verbündeten zu warnen. Also hier einen deutlichen Warnschuss gegenüber den Briten abzugeben. Und die anschließende Schiffsreise, die Hitler dann unternahm, auf einem KDF-Schiff, das ist wohl, wie er immer betonte, sein einziger wirklicher Urlaub in seiner Amtszeit gewesen, nutzte er dann dazu, um die Pläne ausreifen zu lassen, die darin mündeten, zum Stichtag 1. September 1939 militärisch gegen Polen vorzugehen. Das Kraft-durch-Freude-Schiff Robert Ley hat auf seiner Jungfernfahrt nicht nur den Diktator an Bord, sondern auch 1600 Volksgenossen. Am 3. April gibt Hitler an Bord der Robert Ley den Befehl, den Überfall auf Polen vorzubereiten. Für die Presse mischt er sich unters Volk und lässt sich mit Inga Ley fotografieren, der Ehefrau des Namensgebers. Vorwand für den Krieg soll Danzig sein. Deutschland erhebt Anspruch auf die völkerrechtlich freie Stadt. Polen lehnt ab, mit militärischer Rückendeckung aus London und Paris. Polen drohte damit, dass Großbritannien und Frankreich handeln würden. Deshalb kann Hitler jetzt selbst den Zeitplan bestimmen, wann er die Krise auslöst. Wenn man dann reagiert, so ist das der beste Zeitpunkt für die Deutschen. Wenn man nicht reagiert, verliert man seine Glaubwürdigkeit. Wenn man die Erklärung sorgfältig liest, so findet sich darin keine Garantie für die polnischen Grenzen. Zwischen den Zeilen ist Chamberlain Spielraum für Verhandlungen, in denen die Fragen um Ostpreußen und Danzig geklärt werden können. Der britische Premierminister Neville Chamberlain hat seinen Kurs geändert. Bislang ist er Hitler entgegengekommen. Jetzt droht er mit Krieg bei einer weiteren Expansion der Deutschen. Hitler verlangt nicht nur die Rückgabe Danzigs, sondern auch eine exterritoriale Verbindung durch den sogenannten polnischen Korridor.
Seit 1920 wird Danzig vom Völkerbund verwaltet. 95% der Bürger sprechen Deutsch. Hitler will endlich Krieg. Eine vertragliche Einigung wie noch 1938 beim Sudetenland kommt für ihn nicht mehr in Frage. Um Danzig alleine geht es schon gar nicht mehr. Es geht um viel mehr. Danzig ist ein Symbol dafür, dass man glaubt, Anspruch auf polnisches Territorium zu haben. Die Nationalsozialisten nutzen den Status von Danzig mit seiner deutschen Bevölkerung als Argument zur Forderung des, je nachdem, Heim ins Reich oder zumindest besseren Zugang, nähere Anbindungen ans Reich, bessere verkehrstechnische Anbindungen ans Reich. Aber es ist ganz klar eine politische Instrumentalisierung. Hitler hätte sich niemals mit Danzig zufrieden gegeben. Bei einer Militärparade in Warschau demonstriert die polnische Armee ihren Willen zum Widerstand gegen die Wehrmacht. Anders als die Tschechoslowakei 1938 lässt die polnische Regierung keinen Zweifel an ihrer Entschlossenheit zu kämpfen. Bereits im März hat sie die Teilmobilisierung der Streitkräfte befohlen und damit Hitler provoziert. Polnische Zeitungen preisen die Kampfkraft der Armee. In Wahrheit sind die Truppen für einen Krieg gegen die hochgerüsteten Deutschen nicht vorbereitet. Die britische Regierung setzt weiter auf einen Mix aus Beschwichtigung und Abschreckung. London droht Hitler mit Krieg, will ihn aber unbedingt vermeiden. Ob Großbritannien im Ernstfall zu seinem Wort steht, bleibt unklar. Am 3. April 1939, 151 Tage vor Kriegsbeginn, trifft Polens Außenminister Josef Beck in London ein. Er will das neue Bündnis auch formal besiegeln und versichert, dass Polens Armee die Wehrmacht zurückschlagen kann. Oberst Becks Nation wird unser Partner, wodurch sich eine Achse in Europa von Ost nach West erstreckt. Eine Verbindung zum Erhalt von Frieden und Freiheit. Anfang April 1939 besucht der britische Luftfahrtminister Sir Kingsley Wood eine Fabrik für Bombenflugzeuge, die in einem Krieg deutsche Städte angreifen sollen. Großbritannien hat aufgerüstet nach dem Münchner Abkommen. Dennoch vermeidet Premier Chamberlain alles, um die Deutschen zu brüskieren. Throughout this time, im April 1939 ist Chamberlain noch immer zu wirtschaftlicher Zusammenarbeit bereit. Zu dieser Zeit berichtet ihm der britische Geheimdienst, dass Deutschland unter Rohstoffmangel leide. Es fehle vor allem an Aluminium, das sehr wichtig für den Flugzeugbau ist. Auch gebe es finanzielle Probleme. Die deutsche Wirtschaft sei eine große Blase, die 1940 oder 1941 platzen werde. Trotzdem ist er bereit, Wirtschafts- und Währungsverträge abzuschließen, um so Deutschland über diese Schwierigkeiten hinwegzuhelfen. Chamberlain liegt völlig falsch. Hitler denkt überhaupt nicht an eine friedliche Stabilisierung seiner Wirtschaft. Er will Krieg führen und Beute machen in eroberten Ländern. Im Berliner Regierungsviertel wird mit Hochdruck an den Plänen für den Feldzug gegen Polen gearbeitet. Da trifft ein Telegramm aus Washington in der Reichskanzlei ein. Am 15. April 1939, 139 Tage vor Kriegsbeginn, fordert US-Präsident Roosevelt Hitler auf, die territoriale Integrität von 30 Staaten zu garantieren. Der Diktator antwortet zunächst nicht. In Berlin stehen die Feierlichkeiten zu seinem 50. Geburtstag an. Höhepunkt wird eine ausufernde Militärparade sein. Das Nazi-Fernsehen berichtet. Die große Parade anlässlich des 50. Geburtstags des Führers. Hunderttausende von Menschen umsäumen die Anfahrtsstraßen. Vor der Technischen Hochschule, die beiden Tribünen. Voll eine Menschenmauer, das Bund der Uniformen, der Wehrmacht, der Marine, der einzelnen Formationen. Davor der Platz des Führers. Der Führer kann kommen. 20. April 1939, 134 Tage vor Kriegsbeginn. Um kurz vor 11 Uhr trifft der Diktator an der Technischen Hochschule in Charlottenburg ein, um die Parade abzunehmen.
diese bombastischen Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag Hitlers mit dieser riesigen Militärparade, das ist natürlich auch Teil der Kriegsvorbereitung des Dritten Reiches. Einmal das Zurschaustellen der militärischen Macht, dann aber auch eine weitere Befestigung dieses Mythos, der am Hitler geschaffen wurde. Das alles hatte eine ganz klare Ausrichtung, nämlich man befand sich auf dem Weg zum Krieg. Der Aufmarsch der Wehrmacht hat einen Schönheitsfehler. Dass Großbritannien, Frankreich und Polen nur ihre Militärattachés schicken, ist keine Überraschung. Aber auch die Verbündeten Italien und Japan haben keine hochrangigen Vertreter geschickt, um zu gratulieren. 5 Stunden lang demonstriert die Wehrmacht militärische Stärke. Es ist eine deutliche Botschaft des obersten Befehlshabers an die Welt und an die Deutschen, die immer noch kaum Begeisterung für einen neuen Krieg zeigen. Deutschlands Aufrüstung verläuft nach Plan. Die Einverleibung der sogenannten Resttschechei hat der Wehrmacht modernes Kriegsgerät beschert. Waffen und Fahrzeuge für 15 Divisionen, die neu aufgestellt werden. Hitler bleibt an seinem Ehrentag auffallend stumm. Erst am 28. April 1939, 126 Tage vor Kriegsbeginn, antwortet er auf das Telegramm des US-Präsidenten. Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, in die Zusicherung zu gehen, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet oder die Besitzungen folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen und vor allem nicht dort einmarschieren würden. Und er nennt als dafür freikommend nun Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Hitler hält am 28. April diese große Rede vor dem Reichstag, in dem er im Grunde genommen wichtige Verpflichtungen, die er in den letzten Jahren eingegangen war, aufkündigt. Er kündigt das Flottenabkommen mit Großbritannien von 1935 auf und er erklärt die Hinfälligkeit des Nichtangriffspakts mit Polen. Er richtet außerdem massive Angriffe gegen Großbritannien und er schließt in diese Angriffe den amerikanischen Präsidenten Roosevelt ein, den er ausgesprochen hämisch diese Rede beschimpft. Ich möchte aber diese Gelegenheit nun doch nicht vorübergehen lassen, ohne dem Präsidenten der Nordamerikanischen Union vor allem eine Versicherung über die Gebiete abzugeben, die doch wohl in erster Linie für seine Besorgnis in Frage kämen, nämlich die Nordamerikanische Union selbst und die übrigen Staaten des amerikanischen Kontinents. Und hier erkläre ich feierlichst, dass alle irgendwie verbreiteten Behauptungen über einen beabsichtigten deutschen Angriff oder Eingriff auf oder in amerikanische Gebiete bloßer Schwindel oder grobe Unwahrheit sind, ganz abgesehen davon, dass solche Behauptungen übrigens auch vom militärischen Standpunkt aus nur einer albernen Fantasie entstammen könnten. Hitler erklärt auf der einen Seite, dass er nicht damit rechnet, dass die Westmächte eingreifen. Auf der anderen Seite gibt er sich entschlossen, dass, wenn sie eingreifen, er militärisch mit dieser Intervention fertig werden würde. Also er verhält sich ganz bewusst unberechenbar. Und das bedeutet, dass Hitler eindeutig erklärt, er wird weiter Druck auf Polen ausüben. Er geht davon aus, dass Polen gefügig sein wird. Er hat keine Angst vor einer Auseinandersetzung mit den Westmächten und er lässt nicht zu, dass der amerikanische Präsident in Europa intervenieren wird. Unverhüllte Kriegstreiberei. Schon bald sollen Taten folgen. 1. Mai 1939, 123 Tage vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Berlin ist zum Tag der Arbeit geschmückt. Nazi-Parteibonzen tragen ihr Selbstbewusstsein zur Schau. Nach wie vor fällt es dem Regime schwer, die Deutschen auf Kriegskurs zu bringen. Nur wenige glauben an den Kern von Hitlers Ideologie, haben die entscheidenden Passagen seines Programms gelesen. Der Nationalsozialismus versteht sich als Kampf um die Revision des Versailler Vertrags und die Wiederherstellung deutscher nationaler Größe, aber unter den Bedingungen von Rasse und Raum. Das sind eigentlich die zwei wesentlichen Schlagworte, Lebensraum im Osten und rassische Überlegenheit der arischen Rasse. Das hat Hitler schon in Mein Kampf grundgelegt, dass das rassisch höherwertige Volk letztlich das Recht hätte, die weniger höherwertigen, damit auch weniger kulturschaffenden Völker zu dominieren. Und das gilt natürlich ganz besonders als Ansage in Richtung Osteuropa. We'll be right back.
Ein großer Krieg ist den meisten zu riskant. Gegen den Rassenwahn aber regt sich kaum Protest. Auch nicht gegen die rassische Vermessung der Bevölkerung. Kamerad Hoppe, ich muss Sie einen Augenblick noch stören. Ich hätte nicht gerne mal gewusst, was werden Sie für Untersuchungen hier jetzt vornehmen? Wir führen hier anthropologische und rassische Untersuchungen durch, um die rassische Gegebenheiten dieses Kreises zu erfassen. Angelika. Und wie alt bist du? 13 Jahre. 13, danke schön. Stell dich mal bitte so rum und die Hacken zusammen. Rassenkunde als Pseudowissenschaft. 150 ohne Schuhe. 150. So, dann stell dich mal bitte so hin. Kopf, diese Höhe. Der Nachweis vermeintlicher Rassemerkmale, Auftakt zum Völkermord. 19,5. Kopfhöhe. Wer als germanisch eingestuft wird, gilt als höherwertig. Das ist eine wesentliche Achse der nationalsozialistischen Politik, eben dieses Fundament auf Rassismus und Rassenideologie. Und hier ist die Idee bei den Planungen, dass sie eben immer radikal gedacht werden, insbesondere in Bezug auf Osteuropa. Also die Idee, dass man menschenleere Territorien neu beplanen kann, was natürlich absolut nicht stimmt, weil da wohnen ganz schön viele Menschen, aber man geht rücksichtslos mit Vertreibungen zu Werke, ohne dass man das direkt in solche Pläne reinschreibt. Da steht eigentlich immer nur, die Bevölkerungsgrößen werden angepasst. Aber wie das passiert durch Massenmord, Hunger und Zwangsarbeit, steht da nur zwischen den Zeilen. In Warschau dreht ein US-Tourist 1939 diese Aufnahme. In Polens Hauptstadt lebt die größte jüdische Gemeinde Europas. Im ganzen Land sind es mehr als 3,3 Millionen. Etwa 90% werden während des Zweiten Weltkriegs ermordet. Selbst wenn sie die Chance zur Flucht gehabt hätten, wohin sollten sie gehen? Am 13. Mai 1939, 111 Tage vor Kriegsausbruch, verlässt die St. Louis den Hamburger Hafen mit mehr als 900 jüdischen Flüchtlingen an Bord. Sie hoffen auf Zuflucht in Kuba, aber bei der Ankunft verweigern die Behörden die Einreise. Nur 29 Passagiere dürfen an Land. Die St. Louis nimmt von Havanna Kurs auf die USA und dann Kanada. Doch wieder wird das Schiff abgewiesen. Wochenlang dauert die Irrfahrt zurück nach Europa. Schließlich legt die St. Louis in Antwerpen an. Dort erlaubt man den Flüchtlingen die Einreise. Am 22. Mai 1939. Noch 102 Tage bis zum Krieg. Italiens Außenminister Ciano trifft in Berlin ein und wird von seinem Amtskollegen von Ribbentrop begrüßt. Die Achse Rom-Berlin soll mit einem Allianzvertrag besiegelt werden. Im Kriegsfall verpflichten sich beide Länder zu gegenseitiger Unterstützung. Anfang Mai fasste der Führer und der Dude den Entschluss der engen Verbundenheit zwischen ihren beiden Völkern durch den Abschluss eines umfassenden politischen und militärischen Bündnispaktes Ausdruck zu geben. 150 Millionen Deutsche und Italiener bilden mit ihren Freunden in der Welt einen Block, der unbesiegbar ist. Mit Sorge haben die Italiener Hitlers Kriegskurs zur Kenntnis genommen. Benito Mussolini will keinen Krieg vor 1942. Bis dahin seien seine Truppen noch nicht kampfbereit. Hitler gibt vor, auch er habe größtes Interesse an einer längeren Friedensperiode. Tatsächlich will er noch im Sommer 1939 Polen überfallen. Einen Konflikt mit den Westmächten will er in Kauf nehmen. Er hält sie für geschwächt und unentschlossen. Ciano macht gute Miene zum bösen Spiel. Er unterzeichnet den Pakt, ahnend, dass Hitler sich nicht an seine Zusage halten wird. Juni 1939, 87 Tage vor Kriegsbeginn. Militärparade zu Ehren der Legion Condor in Berlin. Die deutsche Luftwaffeneinheit hatte im Spanischen Bürgerkrieg Diktator Franco unterstützt und Städte wie Guernica bombardiert.
Hitler hatte jahrelang bestritten, dass überhaupt Deutsche in Spanien kämpfen. Jetzt werden die Rückkehrer öffentlich gefeiert. Im Juni 1939 konzentrieren sich Deutschlands Kriegsvorbereitungen immer stärker auf die freie Stadt Danzig. 19. Juni 1939, noch 74 Tage bis zum Krieg. Propagandaminister Josef Goebbels ist zu Besuch in Danzig. Eine sogenannte Gaukulturwoche soll den Anspruch der Nazis auf Danzig untermauern. Der prominente Gast wird umjubelt. Das ist keine Inszenierung. Ich überbringe euch die Grüße des Reiches und des Führers. Auch diese Stadt mit ihren Menschen gehört zu diesem Volkstum. Sie ist deutsch und bleibt deutsch. Goebbels wird unglaublich positiv empfangen. Sieg Heilrufe, Heim ins Reich, Forderungen etc. Also wir haben zweifellos eine große Begeisterung der Danziger Deutschen für den Nationalsozialismus. Aber wir haben natürlich auch ganz pragmatisches Zusammenleben mit den Polen vor Ort. Aber sicherlich, es gibt keine Versuche, sich dieser Instrumentalisierung durch die nationalsozialistische Propaganda entgegenzustellen von Danziger Bürgerschaftsseite. Nach seiner Rückkehr startet Goebbels eine groß angelegte Hetzkampagne. Im Mittelpunkt Danzig und die Lage der Deutschen in Polen. Die Propaganda folgt dem Modell des Vorjahres, der Propaganda gegenüber der CSR. Sie wird stufenweise erhöht. Goebbels spricht in seinen Tagebüchern davon, er habe jetzt die volle Tonhöhe fast erreicht. Also eine systematische Steigerung. Es werden wie im vergangenen Jahr alle möglichen Schauergeschichten und Gräuelmärchen erfunden, um den nötigen Vorwand für ein Vorgehen gegen Polen zu schaffen. Während die Bevölkerung Danzigs ruhig und vertrauensvoll die Heimkehr ins Reich erwartet, sind die Volksdeutschen innerhalb der polnischen Grenzen wildestem Terror ausgesetzt. Viele Tausende flüchteten vor den Gewalttätigkeiten der Polen in den Schutz des Reiches und fanden vorläufig in Sammellagern Aufnahme. Sie wollten solche deutsche Leute in Polen nicht haben. Und wir haben mit den Kindern immer Deutsch gesprochen. Denn mein Mann sagt, er kann Deutsch, meine Frau kann Deutsch, meine Familie muss Deutsch kennen. Mein Mann ist im Gefängnis und die Kinder, weiß ich gar nicht, wo sie sind. Ich möchte sie doch gerne haben und ich weiß nicht, wie ich sie kann kriegen. Na Bruno, du bist alleine über die Grenze gekommen mit deinen Geschwistern? Ja. Ganz alleine über die Ukraine Grenze. Meine Eltern und 5 Geschwister sind noch in Polen. Da geht's da sehr schlecht, weil die werden da sehr verfolgt. Zu essen ist da auch nicht sehr. Und dann sind wir 5 Kinder erste geflüchtet. Man muss sozusagen Leidensdruck erzeugen, damit die militärische Intervention, die eben schon lange geplant und vorbereitet wird, spätestens seit Mai 1939 dann auch glaubwürdig als ein Akt der nationalen Verteidigung inszeniert werden kann. Und dafür sind solche Agitationen und entsprechende Verweise über die vermeintliche Grausamkeit der polnischen Bevölkerung gegenüber deutschen Zivilisten einfach ausschlachtbares Propagandamaterial. Die 740.000 Deutschen, die hauptsächlich im sogenannten polnischen Korridor leben, werden instrumentalisiert, um Hass zu schüren. Die Bevölkerung im Deutschen Reich soll endlich auf einen Krieg gegen Polen eingestimmt werden. Der 16. Juli 1939, 46 Tage bis Kriegsbeginn. In München steht der alljährliche Tag der deutschen Kunst auf dem Programm. Hitler gibt sich hier als friedliebender Schirmherr, der mehr an Kultur interessiert ist als am Krieg. Alles, was Rang und Namen hat in Nazi-Deutschland, ist an diesem Tag in München. Insgeheim will Hitler alles dafür tun, dass ihm die, Zitat, Schweinehunde aus London und Paris nicht wieder Steine in den Weg legen. Auf dem Weg in den Krieg. Den Sommer verbringt der Diktator in den Bayerischen Bergen. Trügerische Idylle. Tatsächlich werkelt Hitler an einem spektakulären Schachzug.
An seiner Seite auf dem Berghof Eva Braun. Er hat einfach sein normales Sommerprogramm durchgeführt. Das war dieser lange Urlaub auf dem Berghof, aber mit diesen Ausflügen nach Bayreuth, nach Salzburg, auch nach Wien. Er hat also den Eindruck vermittelt, dass er ein ganz entspannter, friedensliebender Politiker ist, der seine Ruhe im Sommer haben will. Währenddessen hat er sich natürlich die entscheidenden Leute auf den Berghof bestellt, hat dort mehrere Besprechungen mit Generalen abgehalten und hat intensiv die Vorbereitung des Krieges betrieben. Häufiger Gast in diesen Tagen, Propagandaminister Goebbels. Dessen Hetzkampagne gegen Polen ist in vollem Gange. Hitler will losschlagen, aber noch laufen Geheimverhandlungen von Außenminister Ribbentrop mit Moskau. Das Ziel? Ausgerechnet die Sowjetunion auf Hitlers Seite ziehen. Hitler spielte natürlich ein Verwaltungsspiel und es gab mehrere Faktoren, die für ihn schwer berechenbar waren. Würde er den Pakt mit Stalin schließen können? Wie würde sich Italien verhalten? Wie würden sich die Westmächte verhalten? Konnte er wirklich auf die Loyalität der Wehrmacht zählen? Es gab innerhalb der nationalsozialistischen Führung erhebliche Bedenken gegen einen Krieg, zumindest zu diesem Zeitpunkt, wie sie etwa von Göring geteilt wurden. Goebbels war auch skeptisch, es gab auch andere Stimmen. Also gab er wechselnde Signale ab und so entsteht das Bild dieser unsteten und nervösen Haltung in diesen Tagen. 12. August 1939. Noch 20 Tage bis zum Krieg. Der italienische Außenminister will Hitler für die Einberufung einer internationalen Konferenz gewinnen, wie in München. Der Diktator lehnt ab. Graf Ciano muss erkennen, Zitat, dass nichts mehr zu machen ist. Er hat beschlossen, zuzuschlagen. Und er wird zuschlagen. Jetzt hängt alles von Stalin ab. Eigentlich sieht er die Nazis als ideologischen Erzfeind. Aber den Westmächten vertraut er inzwischen genauso wenig. Um die Sowjetunion auf ihre Seite zu ziehen, reist eine britisch-französische Delegation nach Moskau. Es handelt sich aber nur um Diplomaten ohne Vollmacht, einen Vertrag zu unterzeichnen. Sie werden gar nicht zu Stalin vorgelassen. The Soviets always wanted to have that. Die Sowjetunion wollte immer die Erlaubnis für die Rote Armee, Stellungen in Polen und im Baltikum zu beziehen. Doch dies blieb Großbritannien vorbehalten. Es wurde auch deutlich, dass die Briten und Franzosen im Gegenzug für eine Zusammenarbeit mit der Sowjetunion Stalin von ihrer Kriegsbereitschaft überzeugen mussten. Die britische Strategie war jedoch vollständig auf Abschreckung ausgerichtet, um einen Krieg zu vermeiden. Solange Stalin nicht überzeugt war, dass Großbritannien und Frankreich gegen Hitler in den Krieg ziehen würden, hätte er keinen Vertrag mit ihnen unterschrieben. 16. August 1939. Noch 16 Tage bis zum Krieg. Auf dem Berghof gratuliert die Nazi-Führung zum Militärjubiläum. Genau vor 25 Jahren war Hitler in den Ersten Weltkrieg gezogen. Joachim von Ribbentrop bringt Nachrichten aus Moskau mit. Stalin hat einem Abkommen zugestimmt. Am 22. August fliegt Ribbentrop persönlich über Königsberg nach Moskau. Im Gepäck hat er den Entwurf eines Nichtangriffspakts. Hitler hatte zuvor einen persönlichen Brief an Herrn Stalin Moskau gerichtet. Ein Pakt mit der Sowjetunion bedeutete für ihn eine Festlegung der deutschen Politik auf lange Sicht. Ob Stalin das wirklich glaubt, bleibt unklar. Doch er reagiert positiv auf die Avancen aus Berlin. Bis zu dem Tag und auch darüber hinaus waren sich beide Seiten ja klar, dass sie sich jeweils als den schlimmsten Feind bezeichnet hatten. Wie Stalin dann ja auch später sagt, wir haben uns gegenseitig mit Kübeln von Jauche übergossen. Und natürlich ist auch Stalin letztlich für Berlin ein Buch mit 7 Siegeln. Also wie er reagieren wird, Hitler und Stalin sind nie zusammengetroffen. Und Schulenburg, der Botschafter, hat ihn vorher auch nie gesehen. Also das ist unkalkulierbar letztlich. Also da gibt es keine Linie in der Außenpolitik, die für Deutschland
letztlich vorhersagbar machen würde, dass Stalin sich auf einen Pakt einlassen würde und dann zu seinem Wort steht. 23. August 1939. 9 Tage vor Kriegsbeginn. Ribbentrop trifft in Moskau ein. Bei den Verhandlungen erreicht man rasch Einigung über letzte Details. Die deutsche Delegation wird von Stalin persönlich empfangen. Die Unterschriften der Außenminister Ribbentrop und Molotow sind nur noch Formsache. Nachdem der Pakt unterschrieben ist von beiden Seiten, wird dann auch mit Champagner angestoßen und Stalin erhebt sein Glas und stößt auf den wunderbaren Führer an, den sein Volk liebt und dem er dann entsprechend auch seinen Respekt und seine Ehre damit erweisen möchte. Und Stalin nennt Hitler letztlich einen Maladirz, also einen Prachtkerl oder einen Pfundskerl oder Teufelskerl. Also wie man im Russischen jemanden bezeichnet, der wirklich etwas Wunderbares vollbracht hat und sich wirklich als geschickt und klug und einfach bewundernswert verhalten hat. Beide bemühen diese Idee, wir gegen den Rest der Welt und eigentlich gehört die Welt uns und wir teilen sie jetzt auf. Ein geheimes Zusatzprotokoll teilt Polen zwischen Deutschland und der Sowjetunion auf. Die Rote Armee wird den Osten des Landes besetzen. Stalin bekommt außerdem Finnland, die baltischen Staaten Estland und Lettland sowie Bessarabien. Die Stimmung auf dem Berghof ist zum Zerreißen gespannt. Nervös wartet Hitler auf Nachricht aus Moskau. Eva Braun filmt und fotografiert. Als Ribbentrop den Pakt mit dem Teufel bestätigt, jubelt der Diktator: Nun ist Polen in der Lage, in der ich es haben wollte. Mehr denn je ist Hitler überzeugt, dass sich Großbritannien und Frankreich heraushalten werden. Die Männer, die ich in München kennengelernt habe, machen keinen neuen Weltkrieg. An der Stadtgrenze zu Danzig sind die polnischen Zöllner inzwischen bewaffnet worden. Außenminister Josef Beck glaubt, dass Hitler mit harter Entschlossenheit konfrontiert werden müsse. Die Botschaft: Polen wird sich wehren und Danzig keinesfalls den Deutschen überlassen. Das ganze Volk sei bereit zu kämpfen, lässt der Oberbefehlshaber der Streitkräfte verlauten. Bis zum letzten Mann und bis zur letzten Frau. Polen veröffentlicht demonstrativ Manöveraufnahmen, die auch in Großbritannien und Frankreich gezeigt werden. Seht her, wir sind bereit. Was die Bilder nicht verbergen können, es fehlen Ausrüstung und ein modernes strategisches Konzept. Sollte die Situation eskalieren, kann Polen binnen weniger Tage bis zu 1,5 Millionen Soldaten mobilisieren. Auch die Wehrmacht bereitet sich auf den Ernstfall vor. Noch ist es keine Generalmobilmachung. Die NS-Propaganda verbreitet Bilder von Reservisten, die eingekleidet werden. Der Oberbefehlshaber hat den Generälen inzwischen seine Kriegspläne enthüllt. Angriffstag ist der 26. August. Wichtig war vor allem, dass die Militärs das Vertrauen hatten, dass diese Maschinerie, Wehrmacht, einsatzbereit war. Sie haben zwar gehofft, das zu vermeiden, dass sie tatsächlich aber auch in der Lage sein würden, einen längeren Krieg dann gegen die Westmächte durchzuhalten. Und es gab eben 1939 nicht wie 1938 Zweifel und Skepsis oder oppositionelle Regungen innerhalb der militärischen Führungsriege, sondern man stand hinter dem Regime. Am Abend des 24. August 1939 strahlt das Nazi-Fernsehen die Reportage Soldaten, Kameraden aus. Tag der offenen Tür beim Wachregiment Großdeutschland vor den Toren Berlins. Es sind vergebliche Bemühungen, die deutschen Zuschauer zu beruhigen. Alle herhören! Ich begrüße Sie heute zu unserer Veranstaltung zur Werbung von Freiwilligen für die Luftwaffe als unsere künftigen Soldaten. Sie werden heute in einer der schönsten Kasernenanlagen, die wir hier in der Nähe von Berlin haben, sich einige Stunden aufhalten und werden da Vorführungen zu sehen bekommen, nachrichtentechnischer Art.
Alle sind gegen den Krieg, beschreibt ein amerikanischer Reporter die Stimmung. Wie kann ein Land einen entscheidenden Krieg beginnen mit einer so kriegsmüden Bevölkerung? August 25, 1939. Noch 7 Tage bis zum Krieg. Auch Danzig bereitet sich auf eine militärische Auseinandersetzung vor. Die Nazis haben eine sogenannte SS-Heimwehr gegründet, etwa 1500 Männer. Die bewaffnete Schlägertruppe soll die Stadt gegen polnische Übergriffe schützen. Am Morgen läuft das deutsche Kriegsschiff Schleswig-Holstein im Hafen ein. Offiziell ein Freundschaftsbesuch. Unter Deck hält sich ein Stoßtrupp von mehr als 200 Marinesoldaten versteckt. Ein Panzergrenadier dreht an diesem Morgen nahe der Grenze zu Polen einen Amateurfilm. 54 deutsche Divisionen mit etwa 1,5 Millionen Mann stehen bereit. 3600 gepanzerte Fahrzeuge sind für den Fall Weiß vorgesehen. Den Angriff auf Polen am nächsten Morgen. Es fehlt nur noch der Befehl aus Berlin. In der Hauptstadt Nazi-Deutschlands herrscht gespenstische Ruhe. Den meisten Deutschen ist bewusst, dass der Frieden an einem seidenen Faden hängt. Viele hoffen, dass sich Hitler auch diesmal ohne Blutvergießen durchsetzt. In den Goebbels-Tagebüchern gibt es einen Eintrag, wo er von einem Fatalismus in der Bevölkerung sprach. Und ich glaube, das trifft die Stimmung. Man wusste, der Krieg ist nun unvermeidlich. Man konnte und wollte dagegen nichts unternehmen. Man hat sich in die Verhältnisse gefügt, aber eine Kriegsbegeisterung hat es nicht gegeben. Ein deutscher Journalist notiert: Beobachter können sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die Leute ganz bewusst zügellosem Genuss hingeben. Hitler trifft in der Reichskanzlei ein. Er ist nervös, wartet auf Nachricht aus Rom. Um 15 Uhr erteilt er den Angriffsbefehl. Doch dann lässt Mussolini ausrichten, Italien könne am Krieg nicht teilnehmen. Um 19 Uhr gibt Hitler neue Order. Alles anhalten. Hitler schwankte zwischen einer zur Schau gestellten Kriegsentschlossenheit und gleichzeitig doch noch irgendwo die Möglichkeit einer Verständigung offen hielt. Das ist also auch der Versuch zu zeigen, ich bin auf jede Situation vorbereitet. Ich bin auch nicht berechenbar für die andere Seite. Ich habe die Freiheit, zu tun, was ich wirklich will. Und so entsteht eben dieses Bild einer irgendwie zerrissenen und merkwürdigen Haltung. Der Morgen des 26. August. Noch 6 Tage bis zum Krieg. Ein deutscher Kommandotrupp greift den Eisenbahntunnel am Jablunka-Pass im Süden Polens an. Die Bahnverbindung ist das entscheidende Nadelöhr für den Einmarsch der Wehrmacht in Südpolen. Doch Hitlers Haltebefehl hat den Trupp nicht mehr erreicht. Angeführt von einem deutschen Offizier besetzt eine Einheit von sogenannten Volksdeutschen zunächst den Bahnhof von Mosti und wartet dort auf Verstärkung. Doch die kommt nicht. Informiert von einer im Bahnhof verbliebenen Telefonistin warten polnische Soldaten am Tunnel. Der deutsche Stoßtrupp wird angegriffen und muss sich zurückziehen. Noch am selben Tag entschuldigt sich die Wehrmacht bei den Polen. Der Zwischenfall sei von einem Unzurechnungsfähigen verursacht worden. Der britische Botschafter Henderson kehrt an diesem 26. August aus Berlin nach London zurück. Hitler hatte ihm gedroht, er werde einen Krieg mit den Westmächten in Kauf nehmen, falls die Krise nicht in seinem Sinne gelöst werde. Im Gegenzug könne Deutschland bei der Sicherung des Empires helfen. Anders als noch vor einem Jahr sind die Briten diesmal nicht mehr bereit, Hitler entgegenzukommen. England bereitet sich auf Krieg vor. Flugabwehrgeschütze sollen das Regierungsviertel sichern. Kinder aus britischen Städten in Reichweite deutscher Bomber werden vorsichtshalber aufs Land geschickt. Auch Frankreich hat einen Beistandsvertrag mit Polen abgeschlossen. Premierminister Edouard Dalatier hat die Mobilmachung angeordnet.
Kaum jemand glaubt, dass Frankreich und Großbritannien tatsächlich Soldatenleben opfern. Für Danzig. Hunderttausende Franzosen eilen zu den Waffen und hoffen, dass es auch diesmal falscher Alarm ist. Währenddessen wird auch in Danzig mobil gemacht. Die SS-Heimwehr provoziert mit einer Parade mitten in der eigentlich entmilitarisierten Stadt. Noch ist kein Schuss gefallen. Doch das ist nur noch eine Frage der Zeit. Danzig wird mit Stacheldraht abgeriegelt. Es bedurfte jetzt eines letzten Auslösers, der das Stichwort gab, ja, man sprach ja gar nicht vom Krieg, sondern man sprach von einem Gegenschlag, einem militärischen Eingreifen und hoffte auf diese Art und Weise sozusagen noch nicht das Startsignal für einen großen Krieg zu geben, sondern zunächst mal wollte man nur eine militärische Intervention. Seit Wochen plant SS-Chef Heinrich Himmler Aktionen, die Hitler einen Anlass zum Krieg liefern sollen. Am Abend des 31. August 1939 greift ein SS-Kommando den deutschen Sender Gleiwitz in Schlesien an. Die Männer tragen polnische Uniformen. Sie feuern zum Schein einige Schüsse ab und sperren die Mitarbeiter des Senders in den Keller. Bei sich haben sie die Leiche eines Oberschlesiers, der als polenfreundlich gilt. SS-Männer haben ihn am Tag zuvor erschossen. Im Umkreis von 30 Kilometern bekommen Rundfunkhörer einen polnischen Aufruf zum Kampf gegen deutsche Fremdherrschaft zu hören. Es ist der Anlass, den Hitler bestellt hat. Der Morgen des 1. September 1939 im Hafen von Danzig. Auf der nahegelegenen Westerplatte ist eine polnische Garnison stationiert. Um 4.45 Uhr feuert die Schleswig-Holstein. Der Zweite Weltkrieg beginnt mit einer Lüge. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Hitler hat es nicht als sein Schicksal betrachtet, wie er behauptete, denn er war manchmal unsicher. Er sagte, einen Krieg zu beginnen, ist wie in einen dunklen Raum zu gehen. Man weiß nicht, wo die anderen sind und was vor sich geht. Das Risiko war sehr hoch. So sehr er auch betonte, dass Großbritannien und Frankreich nicht kämpfen würden, einen kleinen Zweifel hatte er doch. Am 3. September 1939 erklären Großbritannien und Frankreich dem Deutschen Reich den Krieg. Es folgen die Commonwealth-Mitglieder Australien, Indien, Neuseeland, Südafrika und Kanada. Am Ende führt Deutschland gegen 54 Staaten Krieg. Ein Konflikt, der 6 Jahre dauert und die ganze Welt in den Abgrund stürzt. Es wäre falsch zu sagen, dass der Krieg unausweichlich war oder dass er einfach wie in einem Strudel in den Krieg hineingezogen wurde. Wenn man sich die einzelnen Etappen ansieht, dann sehen wir eine Kette von Entscheidungen, bewusst gefällte Entscheidungen Hitlers, in denen er auf die jeweilige Situation reagierte, indem er die neuen Faktoren, die sich da auftaten, einbezog. Und er hätte auch an jedem Punkt dieser Entscheidungskette wiederum eine andere Richtung einschlagen können, aber er hat sich dann eben doch für die radikale Lösung entschieden. Das von Hitler entfesselte Inferno wird rund 60 Millionen Menschenleben fordern. Mehr als die Hälfte sind Frauen, Kinder und Alte. Dazu kommen deutsche Menschheitsverbrechen, vor allem der Holocaust, dem allein 6 Millionen Menschen zum Opfer fallen. Hitler, die Deutschen und der Weg in den Zweiten Weltkrieg. Eine Warnung der Geschichte.